schönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt gerade in Köln. Die liebe Ulla hat mich nach Köln gebracht mit dem Auto. Und ich habe vor, jetzt den Kurkölner Weg, den X22, von hier zu Fuß nach Andern zu gehen. Das sind so roundabout 100 Kilometer. Ob das eine gute Idee ist, heute am heißesten Tag in diesem Jahr, werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. So, ich bin jetzt rund 3 Kilometer unterwegs im schönen Königsforst. Und das sind noch sehr angenehme Temperaturen jetzt hier. Es ist auch vom Weg her und vom Profil sehr angenehm, keine großen Steigungen bis jetzt. Und deshalb nutze ich die Zeit, um hin und wieder auch mal ein Stückchen zu laufen. Allerdings soll das heute eine Wanderung sein und kein Lauf. Es geht überhaupt nicht um die Zeit. Na, schauen wir, was der Tag noch so bringt. Kleines Zwischenfazit. Wie man an meiner Atmung erkennt, geht es jetzt auch berghoch und nicht nur immer nur flach. Was nimmt man auf so einer Tour eigentlich mit? Das werden sich wahrscheinlich die meisten fragen. 100 Kilometer, da ist man ja auch eine Zeit lang unterwegs. Und da die Meteorologen für heute den heißesten Tag vorausgesagt haben, habe ich mal 3 Liter Wasser hier am Mann, ein bisschen was zu essen. Ich habe auch 2 Stirnlampen mit, weil es ja sicherlich spät wird heute Nacht. Und ich habe ungefähr auf halber Strecke nach 50 Kilometern ungefähr mir heute Morgen ein Depot angelegt. Auch mit 3 Liter Wasser, um etwas zu essen. Und wenn das nicht reicht, die 6 Liter, dann muss ich halt irgendwo zwischendurch einkaufen. Zur Not laufe ich aus dem Bach. Steht man auch nicht dran. Mein lieber Schwan, das ist steil. Uiuiui. Das ist der richtige Weg hier. Jetzt die erste Pause nach 25 Kilometern. Eben eine Kleinigkeit gegessen, Batterie ein bisschen nachgeladen, Handy, Uhr. Und dann machen wir uns auf die nächsten 25. Auf geht's!
Ja, das Navi ist gnadenlos. Das sagt, ich muss hier hoch. Oh, Scheiße. Alles festhalten hier. Alles. Immer Prost. Prost. Gerne. Prost. Prost. Lass den Motor aus! Lass den Motor aus! Kann auch undercover sein hier, der Kollege. Was, dein Chef? Mein Gott.